Herzlich willkommen bei Ossis Erzählplanet. Heute mit der guten Geschichte hier. Und zwar wollte ich ja meinen Auspuff umbauen. Ne? Weil der ja, sag ich mal, die ganzen Abgase hier gegenhaut. Ja, deswegen ist das ein bisschen blöd. Aber gut, ne? Ich habe mir jetzt einen anderen bestellt, der seitlich rausgeht. Ne? Ist zwar ein bisschen kleiner, aber egal, die ganzen Abgase, ne? Die gehen schön an der Seite raus und schmattern die Karre hier nicht so voll, ne? Ja, müssen wir ein bisschen schrauben und gucken, ne, dass wir das vernünftig hinkriegen, aber es sollte kein Problem sein, letztendlich, ne? Ja, ich würde sagen, ich packe euch mal hier oben hin, dass wir das alles schön sehen können. Ja, so. Und dann fangen wir an, ne? Würde ich sagen. Kriegt das nicht lose, das wird jetzt festgemacht. Zange. Muss ja auch ordentlich fest sein alles, ne? Alter, das ist fest. Das ist echt extrem fest. Scheißdreck hier. Geht mega schwer, Leute. Hätte ich gar nicht so gedacht. Aber es löst sich. Das ist schon mal gut. Ja, ja, somit haben wir jetzt eine schön freie Bahn hier. Ja. Splinter raus. So. Und dann können wir hier ganz easy going an unserem Riesen. Kommen wir ganz cool ran, ne? Boah. Ist auch keine große Sache letztendlich, ne? Muss halt nur gucken, dass es nachher auch wieder alles passt. Von daher sollte das aber kein Problem sein. Mach die auch mal so. Ne? Tja, ich würde sagen, da ist der erste Schraubenkopf schon mal rund. Ich hoffe, wir kriegen wenigstens noch gelöst ansatzweise. Da ein bisschen, das wird ja nicht großartig scheiße dran rumdengeln müssen. Ich kriege den nicht rein, den Innenwachskant. Das ist schlecht. Da ist wieder guter Rad teuer. Kriege ich nicht rein. Tja, müssen wir mal gucken, dass wir da mit dem Torx reinkommen. Das hilft immer dabei, wenn man, ja, wenn das Gewinde, sag ich mal, von M6 kann kaputt ist, dann kann das eigentlich nur noch mit einem Torx funktionieren. Ansonsten müsste man da eine Kerbe reinschneiden und einen flachen Schraubenzieher darauf ansetzen. Aber gut, der Torx passt. Ja. Dann muss ich jetzt kurz das Adapterstück suchen. Das haben wir hier. Ja, das ist immer die letzte Rettung, ne? Wenn der M6 Kant rund ist. Mit einem Torx macht man da nichts falsch, wenn man den passenden hat. Funktioniert richtig gut. So. Da müssen wir komplett weitermachen mit. Mal gucken, ob ich noch zufällig Ersatzschrauben habe, aber ich denke schon. Und eigentlich müsste auch mein Tank gedreht werden, weil aufgrund dessen der Karosserie hier, ne, weil das ist eigentlich hinten, ja, ist aber nicht so wichtig jetzt. Kann man erstmal noch lassen, aber irgendwann müsste dann halt auch längere Benzinschläuche mir ordern, weil der Weg, sag ich mal, ein ganz anderer dann ist. Ne? Joa. Deswegen bin ich eigentlich auch mit dem Wagen noch nicht gefahren, weil er die ganzen Abgase sonst hier hinten in meine Dämpferbrücke reinballern würde. Der ganze schmaler Kram und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist echt blöd zu putzen. Ne? Ja, es gibt natürlich gewisse Sachen, die hätte man machen können. Man hätte so ein Rohr ran machen können, aber ja, ich habe da keinen Bock drauf, wirklich gesagt. Ne? Vor allem finde ich es optisch halt nicht schön. Ja, und somit leiten wir die Abgase jetzt an der Seite raus.
Da ist es schon mal lose. Also die kriegen wir auch noch ab. Mit Dichtung, ne? Voilà. Siehe da. Er ist ab. So, ne? Jetzt haben wir hier den neuen. Klar, es ist kein Vergleich zu dem anderen. Ne? Ja, schade eigentlich drum. Ich fand den eigentlich von der Form ganz cool, muss ich sagen. Ne? Aber gut. Nützt alles nichts, ne? Was mich aufgefallen ist hier, hier ist irgendwas drauf. Das sieht mir schon so nach einer Standarddichtung aus, ne? Eine alte. Ja, die werden wir auf jeden Fall drauf lassen, weil schaden kann das nicht, wenn wir da quasi jetzt unsere alte noch draufsetzen. Ne? Müssen wir mal gucken, am besten, wie das am besten so klappt. Ja. Dann müssen wir hier die schönen Schrauben reinmachen. So, in Hoffnung, dass was. Na, das wird geil, ne? So. Ja, ist natürlich ein bisschen mickriger, ne? Also von der Optik okay, ne? Fand ich den anderen halt besser. Meinen alten Auspuff damals, dieses andere Auspuff, hätte ich mir gesagt, diesen S-Auspuff, ne? Den konnte ich ja hier jetzt nicht mehr mit benutzen, weil er quasi gegen die Karosserie dann auch gegengekommen wäre und ja, ist nichts Halbes, nichts Ganzes wäre das gewesen, ne? Ja, von daher. Jetzt muss ich erstmal gucken, welche richtigen Schrauben ich nehme. Die auf jeden Fall schon mal nicht, oder? Nee. Da ist nämlich der Gewindekopf, hätte ich mal gesagt, das ist in Sechskant beschädigt. Aber gut, wir haben noch welche da, so ist das nicht. Ne? Müssen die sein, ne? Ja, passen auch. So, mal gucken, wie. So. Und dann werden wir mal gucken, was wir den hier so rankriegen am besten. Ne? Schaut mal ein bisschen. Ja. Also Optik ist das Ding vielleicht wie Tonne, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, er erfüllt seinen Zweck. Denke ich mir mal. Hoffe ich mal. Ne? Mal, das passt auch mit der Länge, mit dem Käfig, dass der da nicht gegenkommt, eventuell. Weil das wäre so blöd, sag ich mal, ne? Müsste ich den halt irgendwie anpassen oder so, muss mal gucken. Aber vielleicht passt das ja auch so von der Länge, ich glaube schon, dass das passt. Hat zwar eine ganz enge Kiste, aber gut. Jo, als nächstes Video habe ich mir überlegt, werde ich eventuell den guten RC mit der neuen GT4 Modellcraft verbinden, weil der hat einen Fleißgeier-Empfänger drin und Fleißgeier soll auch mit der GT4 verbundbar sein, also dass man den verbinden kann. Ja, dann lösen wir quasi die alte GT3 Funke ab. Schade, ich war eigentlich eine ganz coole Funke, die habe ich damals auch irgendwo gekriegt. Dann habe ich sie ja noch repariert und das war cool. Da habe ich mich sehr gefreut darüber, dass ich sie eigentlich hinbekommen habe. Ne? Aber gut. Soweit erstmal dazu. Ich muss ja erstmal gucken, wenn ich da wieder Zeit für habe und so. Ich würde schon gerne mal wieder mit dem fahren, weil ich bin den nur einmal echt kurz gefahren. Es gibt kein Fahrvideo von dem und ja, das fehlt mir noch so ein bisschen in meinem YouTube-Channel, dass wir ein Fahrvideo haben. Ne? So. Stunde der Wahrheit, ne? Ich mache euch mal hier, nehme euch mal mit. Ne? So schaut das jetzt aus. Ja, im Gegensatz zu vorher natürlich kein Vergleich, ne? Ganz klar. So. Und hier ist halt der Käfig, ne? So. Das schaut doch schon mal sehr gut aus, ne? Das könnten wir eigentlich so lassen, ne?
Oh gut, hier wird er vielleicht ein bisschen gegenkommen, aber ist okay, kann man so lassen. Ja. Würde ich sagen, machen wir noch mal einen kleinen Soundcheck, um zu hören, wie der sich anhört. Ja. Nehmt euch mal hier oben wieder mit aufs Stativ. So. Ja, kurz mal anpumpen. Das läuft megamäßig gut. Ne? Ja, von daher würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon. Ne? Wir müssen natürlich wieder das gute Ersatzrad hier aufbauen. Da bin ich immer noch auf der Suche nach einem Mad Max-Reifen. Bis jetzt habe ich noch keinen einzelnen gefunden. Ich hoffe ja, irgendwann finde ich einen, den wir da aufbauen können. Ne? Dann passt das nämlich besser zu dem. Ja. Und ja, wie gesagt, ne? Nächste Video wollen wir gucken, dass wir den auf die GT4 mit umprogrammieren, ne? Den neuen Sender binden und Empfänger binden. Ja, soweit wisst ihr erstmal Bescheid. Ne? Von daher war es das auch schon von mir. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert meinen Channel. Und ich würde sagen, bis dann erstmal, euer Ossi von Ossis RC Planet. Ciao.